Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir gehen nach oben. Das Öl muss ja auch hier mit angeschossen werden, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Also ich möchte aber erstens hier das etwas größer machen. Ja. Sieht doch toll aus, oder? Unwahrscheinlich, Herr Kevin, hast du das toll gemacht. So, dann hätte ich gerne... Nee. Genau bis da. Durch, ne? Das geht nicht, Mama. Komm mal hier weiter rüber. Ja, jetzt geht's. Läuft das da rein? Das wollte ich nicht. Deswegen werden wir jetzt gleich das Rohr wieder abklemmen da. Weil jetzt fülle ich nämlich diese Container. Das wollen wir nicht. Deswegen abklemmen. Gut. Jetzt brauchen wir hierfür ein bisschen Brennstoff. Und ein bisschen Kohle hier. Nö. Wo Holz hin? Bis zu 300 Holz. Und dann fahren wir mal nach oben. Mal noch ein Signal herstellen. Brumm, 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 Eisenbahn. Ja, wir fahren mit der Eisenbahn. Du, 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 Eisenbahn. Juhu, juhu. Und das würde bedeuten, wir fahren jetzt einmal hier im Kreis. So. Und dann. Brrr. Der ist schon komplett voll. So gefällt mir das. So, und dann bräuchten wir wieder drei Pumpen. Eins, zwei und drei. Ja, komm, stell her. Stell dich nicht so an. Danke. Und das muss jetzt rein. Einmal da. Ja. Einmal da. Und dann brauchen wir Röhrchen. Oder? Machen, dass wir uns da auch noch bewegen können. Hier machen wir das so. Dann können wir nämlich hier direkt anbinden. Hier machen wir das mal so und einen da und dann einen so. Dann brauchen wir das Signal. Das ist wieder sehr schlau, weil auf die andere Seite kann ich es jetzt nicht setzen. Wie dumm ist das denn jetzt? Jetzt ohne Scheiß, Alter, wie dumm ist denn das? Warum kann ich das jetzt nicht da hinsetzen? Ah. Jetzt. Warum darf ich das Signal nicht auf die Seite? Na jetzt. So muss ich das machen. Sagt ihr mir das denn nicht gleich? 1, 2, 3. Brauchen wir ein bisschen Strom.
Jetzt geht's. Das geht schnell, ne? Nicht so schnell, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Hält sich ein wenig in Grenzen. Aber gut. Okay, wie heißt diese Station hier? Jerli? Ja. Jerli? Bis voll. Und hinfahren tut er mal weg. Nach. Bus. Mental leer. Hm? Leer. Pardon. Fast leer hier, ne? Jetzt fahren wir mit. Und wir können in die Züge auch noch anderen Brennstoff reinmachen, dann fahren die auch noch schneller. Bin ich auch noch mal gespannt, wie das funktioniert, aber das werde ich mich gleich auch noch drum kümmern. Oder in diesen Folgen. So, jetzt wird das rausgesaugt. Ja, super, ne? Ich find's okay. Und um den Zug betanken, mache ich mir auch gerade keine Gedanken. Dann nehmen wir einfach diesen hier. Mache einfach so. Hier funktioniert das nicht so ganz. Da muss ich so machen. Machen. So, jetzt kriegen die auch wieder Kohle. Dann muss ich so. Blaue Greifarben? Ja, wo ist blau? Hallo? Blau? Und einfach da rein. Da machen wir da noch einen Strom hin. Und dann kann der Zug auch nicht mehr stehen bleiben. Gut. Der fährt diese jetzt hier voll. Das ist das, was ich gerne möchte. Dass die vollgefahren werden. Danach schließe ich die mit am Netz an. Weil dann können wir sehen, was wirklich Tachles ist. So, und jetzt würde mich gerne interessieren, was mein Brennstoff macht. Hier, guck mal, meine Eisenbahnschienen werden immer noch produziert, die Dinger. Schienen sind voll. Mega gut. Das freut mich. Wo haben wir denn unseren Brennstoff? Der ist voll. Und hergestellt hat er schon. Boah, auch schon eine ganze Masse. So, und jetzt müssen wir noch die... Wo sind sie? Da. Kunststoffstangen. Also, dass wir Kunststoffstangen brauchen. Wir haben zwar hier Anforderungen, welche drin. Ja, gut. Bin ich gespannt. Davon muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, werde ich die Produktion nicht so groß machen. Das wird nicht sonst funktionieren. Also wir brauchen, wir wollten da die herstellen. Das bedeutet, wir machen einmal eine Anbieterkiste. Anforderungskiste. Und wir brauchen da Eisen. Wir brauchen da einen Kunststoff. Und dann brauchen wir da und Strom nach Türklik Motiv.
Hiervon soll er aber auch bitte nicht so viele herstellen. Das reicht schon vollkommen. Und dann können wir hier unten ja, weil wir die ja auch brauchen, wir jetzt hier auch sagen, wir brauchen Baumaterial mit geringer Dichte. Fertig. Und wir brauchen noch Raketeneinheiten. Okay, wie stellt man die her? Kann man ja selbst machen. Das ist ja lächerlich. Aber Mikrochips. Mal 50 Stück. Puh, wie soll ich denn davon herstellen, die 50? Ach du Scheiße. Nein, danke. Das ist hart. Geschwindigkeitsmodule einfach. Geschwindigkeitsmodule einfach. Zweifach, zweifach. Geschwindigkeitsmodule einfach hier. Da hatten wir 47 Stück da. Hier oben ist wahrscheinlich voll, richtig? Ja. Geben wir mal die. Und dann stellen wir die 50 her. Das wird dauern. Oh Gott, oh Gott. Okay. Machen wir mal nicht so. Ich hätte dann gerne einmal eine Fabrik. Eine blaue wird auch schon reichen. Fabriken. Ja. Ne, das sind... Boah, Kevin. Gib mir bitte eine Fabrik. Danke. So, jetzt hätte ich gerne diese Fabrik. Stelle ich jetzt einfach gerade mal hier vorne hin. Das beobachten wir, weil die Fabrik wird mit 100%igkeit, Leute, das schneller produzieren wie ich. Deswegen stellen wir jetzt da hin und da stellen wir eine ganz normale Kiste hin. Und dann sagen wir einfach hier ein bisschen Strom. Und dann wollten wir gerne den herstellen. So, und wir brauchen blaue. Und wo sind sie? Da. So, und die sollen jetzt einfach laufen. Ja. Jetzt habe ich die da oben noch mit reingelegt. Ja, ich bin ein Held. Aber ist schon okay. Ja, jetzt stellt er die nämlich schon her. Könnte man jetzt eigentlich auch eine Anbieterkiste draus machen. So. Dann können wir hier unten ruhig einstellen. Ich glaube nicht, dass wir 50 Stück brauchen, oder? 10. Und dann können wir die Dinge auch anfordern. Fertig. Dann sollte das schon funktionieren. Dann kann man die irgendwie Raketenbauteile. Ja, Leute, ich lasse mich jetzt überraschen, wie was hier passiert. Also ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden das beobachten, was da oben dann passieren wird. Ich möchte auf jeden Fall die Rakete absenden, dass wir die letzte Forschungsstufe auch noch bekommen. Ihr habt ja gesagt, es ist nicht beendet, dann ist es nicht beendet. Wäre auch ziemlich assi, wenn es so wäre. Hier oben will ich zum Beispiel auch... Guck mal, wie langsam wir hier laufen. Das ist doch wunderbar. So, was macht der Zug oben? Ja, wir haben natürlich hier mal wieder keinen Silo. Ja, dann müssen wir doch mal nach oben. Haben wir noch ein Radar? Ja. Sehr schön. Da oben muss eine Radarstation hin. Ohne geht nicht. Wir müssen ja hier auch ein bisschen was sehen, was denn die blöden Viecher mit uns machen. Ja, trotzdem. Der ist schon voll. Der ist jetzt auch voll. Und die Pumpen sind ein bisschen ausgelastet, aber das ist ja auch kein Problem. Weil, wie soll ich das sagen? Kann ich hier nicht mehr einsteigen? Ah, jetzt. Das ist ja gar kein Problem, dass die in dem Sinne voll sind, Leute, weil... wie soll ich das erklären?
Weil wenn unten voll ist, dann fängt er ja hier oben an, in dem Sinne zu speichern. Und so viel Öl verbrauchen wir ja noch gar nicht. Möchtest du jetzt fahren oder möchtest du jetzt nicht fahren? Du brauchst noch ein bisschen. Gut, damit sage ich schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder hier zu Factorio. Ich bin ziemlich zufrieden. Wir haben jetzt das Ölfeld in dem Sinne gemacht, ein neues erschlossen, haben das mit den Pumpen gelernt, sind dabei, den Raketensilo fertig zu machen und wir müssen irgendwie einen Satelliten abschießen, weil da steht ja hier oben, wenn wir jetzt hier gucken, um die letzte Forschung zu bekommen, da Wissenschaftspaket für Weltraumforschung. Für Forschung benötigt wir erhalten durch den Start eines Satelliten. Also wir müssen irgendwie einen Satelliten oder die Rakete reicht, das weiß ich noch nicht, das werden wir dann während des nächsten Folgen herausfinden. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Mikrofon muted.